Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Swimmingpool mit Markus Weber und Dietmar Rock. Hallo Markus. Hallo Dietmar, servus. So, jetzt haben wir es geschafft. Raus aus dem kalten Deutschland ins, ich würde nicht sagen warme, aber doch immer noch mediterrane Spanien. Genau, wir sind in Barcelona. Wir sitzen in Barcelona und wir sitzen auf der Messe in Barcelona. Auf der Piscina und Wellness in Barcelona. Genau. Ja. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Abonnenten, die uns immer folgen, kleine Anmerkung gleich zu Beginn. Ja, wir haben einen kleinen Verzug gehabt von einer Woche. Wir senden eine Woche später. Warum? Weil wir die Messe mitnehmen wollten. Ganz genau. Und diese Messe ist ja nichts Neues für uns. Also außer, dass Barcelona immer eine Reise wert ist. Es ist ja eine wunderschöne Stadt hier. Und man kann hervorragend essen, schöne Hotels, alles wunderbar. Aber alle zwei Jahre ist auch hier eine doch ja internationale Leitmesse. Der spanische Markt ist natürlich ein großer europäischer Markt. Nicht ganz so groß wie der französische Markt, aber natürlich schon auch richtungsweisend. Und auch viele internationale Hersteller sind hier und haben ihre Stände aufgebaut. Ja, natürlich. Es sind nicht nur Hersteller da natürlich. Es sind auch von uns. Wir haben auch Kunden hier. Wir haben Geschäftspartner hier, weil wir sind ja mit unseren beiden Unternehmen auch komplett international unterwegs. Europa sowieso. Und deshalb dürfen wir hier natürlich auch nicht fehlen. Deshalb sind wir da. Absolut. Es gibt nicht nur Tapas. Wir haben auch ernsthafte Gespräche mit unseren Kunden und teils auch Lieferanten aus verschiedenen Ländern der Welt. Und die treffen sich natürlich immer an solchen Hotspots und solchen Messen. Ja, aber gestern Abend ging es gleich richtig gut los mit den Euser Awards. Ja, hat riesigen Spaß gemacht, weil die Messehallen sind eigentlich für solche Preisverleihungen total cool, weil das ist so eine Baustellenatmosphäre, ein bisschen dann toll beleuchtet mit farbigen Lichtern. Und das ist irgendwie so die Welt, in der wir uns ja auch bewegen auf der Messe mit den Produkten. Wir sind ja immer auf den Baustellen unterwegs. Das ist ja unser Job. Und das richtig Schöne kommt ja erst danach. Und das bekommen die Kunden dann, wenn das Wasser drin ist. Genau. Dann wird es richtig schön. Und das ist einfach eine Atmosphäre, da fühlen wir uns wohl. Absolut. Und vielleicht zur Erklärung an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Euser Award, die Euser, ist der Europäische Schwimmbadverband. Wir hatten ja auch schon die liebe Ute Vanschura und den Dieter Rangel bei uns im Podcast vom BSW, vom Bundesverband Schwimmbad und Wellness. Das ist der nationale deutsche Verband. Und dann gibt's ja auch noch die WAPSA, glaube ich. Da warst du auch, glaube ich, gestern noch auf einem Meeting. Das absolut. Ist die World Association of Swimming Pool and Spas. Genau, da sind alle weltweite Verbände zusammengeschlossen. Und da ist auch unser Verband, der deutsche Verband, natürlich Mitglied. Wir sind dort aktiv dabei. Und die weltweiten Verbände, die wollen im Bereich der Zusammenarbeit enger zusammenkommen, die tauschen Informationen aus über Produkte, über Regeln, wie sind die national in den einzelnen Ländern und wie sind die international insgesamt, kann man die abgleichen, welche Möglichkeiten gibt es da, Themen abzugleichen. Und weltweit ist natürlich ein Schlagwort für alle, jetzt nicht nur in unserer Branche, für alle immer das Thema, alles was mit Umwelt zu tun hat. Für uns ganz besonders wichtig und genau solche Themen werden dort diskutiert, fokussiert und Vorschläge ausgearbeitet. Ja, und gestern Abend hat ja unser lieber Freund Bert Granderath, der ja im Moment der Präsident vom Europäischen Schwimmbadverband ist, der hat eben diese Euser Awards verliehen und präsentiert. Und ich muss echt sagen, toll, viele deutsche Teilnehmer da mit im Feld und auch Gewinner aus dem deutschen Markt, auch Kunden von uns mit dabei. Nicht nur Kunden, teilweise auch, die waren bei uns im Podcast. Ja, teilweise auch mit dem Podcast, also die Firma SSF hat ein Award gewonnen, aber auch einige Topras-Partner. Ja, die Firma 1. Hat gleich zwei gewonnen, genau. Kunde aus München, richtig. War auch schon im Podcast. Die Firma Nemopool hat einen Podcast gewonnen. Nein, Podcast, ein Euser Award gewonnen, vor lauter Podcast. Mein Gott, ich habe schon nur noch Podcast im Kopf.
Und nein, und ja, da war es noch Rambo aus Köln, Rambo aus Berlin. Berlin. Ab, genau. Ja. Nein, also wirklich einige deutsche Preisträger mit dabei gewesen. Aber auch, wie heißt es, Mirani Pool vom Lago Maggiore. Ja. Auch ein Kunde von uns, der in Italien stark ist. In die Topras-Gruppe. Gehört auch in die Topras-Gruppe. Hatten wir auch schon öfters also angesprochen. Also das war toll und tolle Projekte, muss man wirklich und sagen. Ja. Im Moment sitzen wir bei der Firma Renolit am Messestand. Ja. Hersteller von Schwimmbadfolien. Übrigens der nächste Kandidat, der auch mit uns in einem Podcast zusammensitzen wird, haben wir für nächstes Jahr geplant. Ja, absolut. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen gedanklich in unserer Welt, weil wir sind natürlich auf einer Messe, da geht es nicht immer nur um die Dinge, die es momentan gibt, sondern wir reden über Dinge, die es in Zukunft gibt. Und das ist genau das Thema. Wir wollen auch heute ein bisschen in die Zukunft reinschauen und welche Produkte gibt es, welche neuen Produkte gibt es, darüber wollen wir heute auch reden. Stimmt, stimmt. Also Renolit hattest du schon angesprochen. Ich würde mal sagen, der Marktführer im Bereich Folien, gewebeverstärkte Folien. Da werden wir wahrscheinlich den Konrad Kuffer zu Gast haben. Der wird uns dann aber in einem der nächsten Podcasts mal richtig viel erklären. Aber die haben hier tolle Designs und schaut echt cool aus, was es da inzwischen gibt. Aber da wird uns der Konrad noch ein bisschen was davon erzählen. Und wir haben gerade eben noch schnell ein Bild gemacht vom Pedro. Ja. Pedro Arribola ist der Präsident des spanischen Verbandes, also Pendant zu mir, zu unserem Verband. Und habe ich das schon mal gesagt im Podcast? Nein, ich bin ja Präsident des deutschen Verbandes. Hat er das, dann habe ich es jetzt auch gesagt. Hat er das noch nie gesagt? Sonst sagt er das dauernd, dass er Präsident ist. Ja, wahrscheinlich, um mich zu ärgern. Ja. Aber ich bin auch im Präsidium. Und mit Pedro haben wir uns unterhalten. Wir haben auch ein bisschen mit ihm getratscht. Natürlich. Wie er die Zukunft so sieht. Und die ist natürlich absolut perfekt für alle. Ja, die Hersteller, unsere Produkte werden sehr, sehr gerne nachgefragt. Alle, Schwimmbad ist ein gefragtes Thema, ein gefragtes Produkt. Und ja, aber wenn etwas gefragt ist, dann stecken da natürlich auch Zeiten dahinter, Lieferzeiten. Also man kann auf jeden Fall sagen, man muss sich sputen. Alle haben alle Hände voll zu tun, um dieser Arbeit und diesem Job hier nachzukommen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin schon viele, viele Jahre hier in Barcelona auf der Messe. Und ich habe diese Messe hier selten so, so dynamisch erlebt und auch so voll. Also wir sitzen hier ja jetzt schon eine ganze Zeit lang und es ist ganz spannend. Es läuft immer mal wieder jemand vorbei. Der Juri Katz von Mytronics war gerade hier, hat sich kurz zu uns gesetzt. Den hatten wir ja im Videomeeting damals mit im Podcast gehabt, genau. Weil er in Israel sitzen musste. Blieb auch kurz bei uns sitzen. Und der Mike Berger vom BT-Verlag, Haus und Wellness, unser Medienpartner, saß auch kurz da. Und man sieht, also es ist wirklich die ganze Branche hier unterwegs und es sind wirklich viele, viele Besucher hier auf der Messe. Es ist erstaunlich. Und es zeigt vielleicht, wie dynamisch die Branche im Moment unterwegs ist und was da gerade so passiert. Also wie gesagt, in all den Jahren, in denen ich hier auf die Messe komme, habe ich die Messe eigentlich noch nie so voll und dynamisch erlebt. Gutes Signal. Absolut, ein total schönes Signal. Und wenn wir schon bei dem Wort dynamisch sind, du hast es ausgesprochen, wir zwei sind ja auch dynamisch. Manchmal, ja, manchmal. Und auch bei uns gibt es natürlich auch Neuheiten. Natürlich, was gibt es bei dir Neuheiten? Ja, okay, ich versuche es kurz zu machen. Okay, das gibt 2-Stunden-Podcast. Nein, im Bereich der Neuheiten ist es ja immer so, man hat zwei Ansprechpartner, Kundengruppen. Einmal ist es natürlich der Endverbraucher, also alle, die uns zuhören. Und der zweite Kunde ist für uns der Fachhandel. Das heißt, auf der einen Seite verändern wir die Produkte, dass der Fachhandel besser damit umgehen kann, leichter einbauen kann. Die Materialien verändern sich an manchen Stellen, Oberflächen. Also man hilft dem Fachhandel natürlich durch Veränderungen am Produkt. Das sind dann kleinere Dinge. Und da macht man ja relativ viel. Und deshalb gibt es ja die Fachmessen, weil wir genau dort bei der Fachmesse unseren Fachhandel diese Details mitgeben. Wo haben wir was verändert? Auf was müssen Sie achten bei der Montage, Installation im kommenden Jahr? Das sind Themen.
Aber da möchte ich jetzt nicht reingehen, weil ist ja nicht wichtig jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben zwei neue Produkte. Vielleicht sind es auch drei. Das eine kann man nicht so richtig vielleicht als Produkt darstellen. Da hatte ich schon mal drüber gesprochen. Das ist einfach ein elektronisches Produkt. Das ist eine neue Steuerung, eine App, eine vereinfachte Steuerung unserer Attraktionen. Aber das zweite Produkt ist eine kompakte Gegenstromanlage. Und wir haben ja Gegenstromanlagen seit 1970 im Programm und die verändern sich ja immer wieder. Und die neueste Anlage, die Xanas, die war bisher nur von der Installation möglich, dass sie getrennt installiert werden musste. Was heißt getrennt? Der Motor, also die Pumpe, muss von der Anlage entfernt installiert werden, im Technikraum, muss verrohrt werden. Man kann natürlich auch einen Technikraum in der Nähe des Pools verwenden, aber muss verrohrt werden. Und wir haben jetzt zu der getrennten Version die kompakte Version im Programm. Kommt nächstes Jahr ganz offiziell in die Preisliste. Und was heißt kompakt? Kompakt bedeutet, dass die Pumpe direkt an den Einbausatz, an das Teil, das einbetoniert wird oder beim Fertigbecken angeflanscht wird, wird die Pumpe direkt angeflanscht an dieses Einbauteil, ohne Verrohrung. Was bedeutet das? Wir haben dann keine Leistungsverluste. Das heißt, die gesamte Pumpenleistung geht direkt raus durch die Düse. Das heißt, also in den Rohrleitungen gibt es ja Verluste, je länger die Rohrleitungen sind. Und so haben wir eine verlustfreie Anlage und ein verlustfreies Erlebnis. Das heißt, die Anlagen sind ein wenig stärker von der Power her. Und man kann mit einem kleineren Motor wirklich richtig cool dagegen schwimmen. Sehr stark, sehr stark. Also kommt schon wieder was Neues bei euch, muss man schon sagen. Ja? Also bei uns schaut so aus, dass wir die letzten Jahre ja richtig, richtig viel neue Produkte gebracht haben. Wir haben eigentlich jedes Jahr ein Feuerwerk abgelegt an Neuigkeiten. Dieses Jahr in Anbetracht der doch extremen Situation hat sich das ein bisschen in Grenzen gehalten, weil wir wirklich alle Hände voll zu tun hatten mit dem Daily Business. Aber zwei Dinge haben wir zum Glück wirklich schön noch fertig bekommen auf die nächste Saison. Einmal einen neuen Einbauskimmer, den B400, ein Slim-Skimmer mit 400 mm Breite. Das ist ein Produkt, das basiert auf unserem klassischen B500 Slim-Line-Skimmer. Und der Markt, wir haben das ja in verschiedenen Podcasts auch schon immer mal wieder angesprochen, das Thema kleinere Becken, kleinere Gärten, kleinere Systeme, aber trotzdem wertige Ausstattung, gute Wasseraufbereitung, Attraktionen sollen trotzdem rein. Aber die brauchen auch kleinere Skimmer. Und da war der Ruf aus dem Markt dann doch, Mensch, könnt ihr nicht auch so ein Design-Skimmer aber in etwas kleiner machen für kleinere Becken? Und deswegen kommen wir mit einem B400 Slim. Somit runden wir das Programm von 500 an 600 mit dem 400 nach unten ab und haben dann eigentlich die Range von ganz kleinen Becken bis richtig große Becken. Und bei ganz großen Becken haben wir auch mehrere Skimmer einbauen. Können wir also alles abdecken. Das war ein Themenpunkt. Und dann natürlich auch eine Herzensangelegenheit von mir, unsere Connect-Steuerung, die wird eine neue Software-Variante kriegen, die V60, die einfach nochmal viele technische Neuerungen hat und die einfach die paar technischen Details, die wir bisher noch nicht konnten, also auch paar ganz witzige Geschichten, zum Beispiel, wenn der Rollladen abends zufährt, blinken die Scheinwerfer, dass der Kunde sieht im Dunkeln, mein Rollladen fährt zu. Also es sind auch banale, lustige Geschichten, also lustige, eher ja, spaßige Geschichten, die dabei sind, aber es sind auch ein paar richtig, richtig gute technische Details dabei. Ich finde die kreativ. Ja. Also das ist ja Rückmeldungsinformationen, da passiert was. Genau. Genau, das ist es. Das macht das Produkt auch noch runter. Darum geht's. So, es fängt an zu kommunizieren mit dem Schwimmbadbesitzer. Hey, die Schwimmbadsteuerung macht da was. Der Rollladen fährt zu und so weiter. Also dieses Intuitive wird noch verstärkt. Ja, und das ist die Software-Seite. Und dann kriegt auch die Hardware kriegt noch mal ein neues Gesicht. Wir werden das auf eine neue Platte montieren mit einer neuen Haube raus aus dem Schaltschrank. Das wird vom Design her sehr puristisch und klar und sauber werden. Wir wollen, dass man nichts mehr sieht an Schläuchen und Kabeln und so. Also es wird es gibt klarere Linien auch in der Optik. So, das sind so die zwei Dinge,
die uns am Herzen liegen. Und ich denke mal, dass wir schon so ab Februar, März die neue Version ausliefern werden. Cool. Also wir gehen auch, ab März kommen wir auch damit in den Markt. Das ist das, was ich schon sagte, ist eine App. Aber die App ist ja eher ein unbedeutendes Element. Es ist ja nur die Möglichkeit, wie man intuitiv etwas steuert. Wir hatten bisher alle Schwimmbadattraktionen wurden einzeln gesteuert. Man hat die gesteuert über einen sensitiven Schalter, sogenannte Piezo-Taster. Und wir haben alle Produkte jetzt zusammengefasst. Das heißt, wir haben ein Gateway entwickelt. Das Gateway ist eigentlich die Hardware-Komponente, die im Technikraum installiert wird. Und dort werden alle Komponenten an das Gateway angeschlossen, vernetzt. Relativ einfach. Das sind so Plug-and-Play-Systeme. Für den Fachhandel relativ easy zu installieren, nur mit zwei Drahttechnik, also jetzt keine Netzwerktechnik, also wirklich total einfach. Man hat einmal den Anschluss ans hauseigene WLAN, damit das gesamte System funktioniert damit eben auch alles übers WLAN gesteuert werden kann. Und wir steuern dann alle unsere Attraktionen, nein, nicht wir, Entschuldigung, der zukünftige Besitzer steuert seine Attraktionen so, wie er will. Und er kann bei den Gegenstromanlagen, bei seiner Gegenstromanlage die Pumpe, wenn sie Drehzahl geregelt ist, steuern. Er kann Trainingsprogramme hinterlegen, für jedes Familienmitglied einzeln abspeichern. Das ist vielleicht noch ein ganz, ganz kleines Extra, was mir persönlich behagt. Das war auch meine Idee, das so umzusetzen intern. Das Licht reagiert auch dort und gibt eine Rückmeldung, wenn man will. Das heißt, man kann sagen, die Scheinwerfer sollen dunkelrot leuchten, wenn man mit 100% Intensität schwimmt, dann will ich ein rotes Licht und wenn die Intensität nur 20% ist, dann soll es grün sein oder ähnlich. Das speichere ich mir ab. Und so hat jeder mir reicht dann Spaß. Da ein blasses Grün, würde ich sagen. Ja. Ein blasses Grün. Bei 3%. Bei 3% und ich schweiße mich voll in die Wellen. Übrigens ja, aber genau für dich. Und deshalb haben wir für dich dann auch, für den Chiller, das Gleiche mit den Massagedüsen gemacht. Ja, da brauche ich 100%. Und bei den Massagedüsen genauso, im privaten Bereich ist es bisher eher schwierig umzusetzen gewesen mit den Steuerungen. Und dort kann man dann auch eine drehzahlgeregelte Pumpe einsetzen und dann hat man an den Massagedüsen verschiedenste Leistungsstärken, die man persönlich einstellen kann. Starke Massage, schwache Massage und dann eben auch noch, wenn einem das Spaß macht, mit der Rückmeldung, mit dem Licht, starke Massage, rotes Licht und bei dir eben dunkelrot. Dunkelrot. Dunkelrotes Licht. Und das können wir jetzt so weiter treiben. Das kann man mit einer Schwalldusche genauso machen aus unserem Programm, dass man sie für die Massage mit auf 100% Power laufen lässt. Und wenn man am Nachmittag, Abend oder am Wochenende einfach die Schwalldusche nur schön, also es soll einfach nur fürs Ambiente im Garten sein, dann lasse ich sie mit 10% vor sich hin plätschern. Und das Licht habe ich ja gerade angesprochen. Natürlich kann man das Licht auch individuell einzeln ansteuern, unabhängig jetzt von den Anlagen. Und dann macht das gesamte Paket so richtig rund. Und dann liegen jetzt eben nicht mehr so viele verschiedenste Geräte auf dem Tisch, beziehungsweise nur noch eine App. Mit der App wird das gesteuert, kann runtergeladen werden auf Android- und iOS-Telefonen, so wie sich das heutzutage gehört. Aber auch spannend. Also da fangen zwei an, Produkte miteinander zu kombinieren. Also bei mir als Hilfssignal und bei dir eigentlich so als, so emotionale Untermalung der Aktion, würde ich es jetzt mal philosophisch, wie ich bin, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Also hohe Intensität, rotes Licht, boah, Power, ja, und vielleicht blau oder orange oder grün, so leichte Entspannung und relax und wir schwimmen so ein bisschen dahin. Und dazu das Licht kombinieren, das gibt es ja so auch noch nicht am Markt. Nein, gibt es überhaupt nicht so am Markt. Es ist immer alles separat. Jeder geht seinen eigenen Weg und dieses Vernetzen ist auch ein bisschen ein Zukunftsthema. Ja, ja, und das natürlich. Merkt man ja auch. Wir sind ja extrem gut vernetzt. Auch viele Hersteller, mit denen wir eigentlich keine direkten geschäftlichen Beziehungen haben, mit denen kommen wir hier zusammen. Wir vernetzen uns immer mehr. Warum? Weil der Markt natürlich diese Dinge nachfragt.
Und das macht so Spaß. Und ich finde, wichtig ist auch, dass der Schwimmbadbesitzer gehört eben auch dazu. Und das finde ich das Schöne, dieses Intuitive, was dann dazu gehört. Die Bedienung, das ist alles viel einfacher. Man muss sich weniger Gedanken machen. Die Dinge laufen von alleine ab. Und das ist, möchte ich mal sagen, ein Zukunftsthema. Definitiv. Ja. Es gibt natürlich auch viele andere Zukunftsthemen, die in die Richtung gehen. Geht das Thema Umwelt? Oh ja, das sieht man. Also das sind schon so Themen, die man hier auch auf der Messe immer wieder sieht. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umwelt, das sieht man schon an vielen Stellen. Das ist schon aufgefallen. Das merke ich aber eigentlich schon das ganze Jahr, dass sich viele Hersteller das Thema auf die Agenda geschrieben haben. Und was man, glaube ich, haben wir vorhin schon gesagt, was man, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen muss, Mensch, also wer nächstes Jahr ein Schwimmbad will, der sollte sich entscheiden. Ja. Die Fachhändler, die haben volle Bücher und die können auch jeder Schwimmbadbauer oder Heizungssanitär oder wer auch immer ein Schwimmbad baut und der sich professionell damit auseinandersetzt, der kann nur eine bestimmte Anzahl von Schwimmbäder bauen im Jahr. Und es kommt noch was dazu, das haben wir hier auf der Messe auch gehört, mit allen, mit denen wir gesprochen haben. Die Hersteller sind auch voll, die haben auch volle Bücher. Die haben auch volle Bücher, ja, das ist und richtig. Und hier gibt es teilweise Lieferzeiten, die man hört, die was am Schwindel liegt. Ja, die kannten wir aus der Branche so noch nicht, muss man wirklich sagen. Und darum fast schon ein kleiner Appell an die, die jetzt noch Suchende sind. Mensch, schaut, dass ihr euch entscheidet, dass ihr wirklich nächstes Jahr euren Traumpool zur Realität werden lasst und euren Traum vom eigenen Schwimmen euch ja gönnen könnt oder realisieren könnt. Und da hast du schon die Rubrik beantwortet. Was haben Markus und Dietmar gelernt? Ja, was haben Markus und Dietmar gelernt? Ich muss eins sagen, was ich hier jetzt auch wieder feststelle. Ich meine, wir sind beide deutsche Hersteller und wir sind natürlich dadurch traditionell stark im deutschen Markt. Aber wir haben beide natürlich schon seit vielen Jahren das Interesse, auch andere Märkte zu erreichen mit unseren Produkten. Ist ja logisch. Wie war das? Früher hat man gesagt, ein ordentlich deutscher Hersteller hat 50% Exportanteil. So, und wir streben natürlich alle da in die Richtung, dass man auch im Export steigert. Aber ich merke schon, dass auch in anderen Märkten, wo jetzt vielleicht Made in Germany und unsere Produktqualität und Philosophie früher nicht so gefragt war, dass da schon immer mehr Nachfrage kommt. Und das habe ich auch heute mit einigen, mit denen ich gesprochen habe, aus Benelux oder auch aus dem französischen Markt, selbst aus dem italienischen Markt, hatten wir Kontakte jetzt, die starke Nachfrage hatten nach unseren Produkten. Da scheint sich einiges auch international zu tun für uns. Das ist umso schöner und zeigt aber auch, dass sich die Märkte verändern und entwickeln. Und schön, wenn man dann natürlich da mitspielen darf. Ja. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Messe. Du hast schon ein Land angesprochen. Die wird aber natürlich erst in einem Jahr wieder stattfinden. Also die nächste kommt in einem Jahr. Ja, da genau. Sind wir in Frankreich. Da sind wir in Frankreich, in Lyon. Übrigens, ich glaube, Lyon ist die weltgrößte Schwimmbadmesse. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch ausstellen. Da stellen wir dabei. Aus. Da machen wir ganz bestimmt auch eine kleine Zusammenfassung für alle. Und vielleicht haben wir dann auch Anfang des Jahres noch ein Schweiz-Event. Das stimmt, liegt so ein kleinen Weg natürlich an der Situation, wie sich diese ganze Covid-Geschichte entwickelt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir in die Schweiz fahren dürfen und dort auch Schweizer Händler treffen. Also das wird sicherlich auch eine tolle Sache. Seid alle gespannt. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und wir werden auch so langsam jetzt in eine kleine Ruhepause gehen, in eine neue Schaffensphase. In zwei Wochen kommt noch der Jahresrückblick. Es kommt noch ein Jahresrückblick, ja. Richtig. Und dann sind wir erstmal für euch ein paar Wochen raus. Dann machen wir ein bisschen Urlaub. Ja, und starten Mitte Januar, denke ich, wieder. Mitte Januar, denke ich, da starten wir dann wieder neu. Und jetzt würde ich sagen, essen wir diesen leckeren Jamon weiter hier, weil wir sind ja nicht nur zum Arbeiten hier. Wir müssen ja auch ein bisschen Tapas essen noch heute. Wenn man so nett bedient wird. Ja, also wirklich hervorragend. Das Messe-Catering ist ein Traum hier. Muss ich sagen, haben wir in Moskau früher anders erlebt. Da gab es nicht so viel leckere Sachen wie in Spanien hier. Stimmt, ja. Nein, also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, wir sagen adieu und bye-bye aus Barcelona. Hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben über das, was hier so passiert auf einer internationalen Messe. Auch für uns immer wieder spannend. Und freuen uns schon, wenn wir euch wieder in zwei Wochen mit Neuigkeiten versorgen dürfen. Ja, dann können wir nur noch eins sagen.
Tschüss und bye-bye. Tschüss und bye-bye. Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast.